Ein herzliches Servus, grüß dich und hallo, liebe YouTube-Community. Ich hoffe, euch geht's gut soweit und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir auf meinem Channel Mike Rides MTB. Ich habe mich jetzt mal entschieden, ein neues Format zu machen. Neues Format? Ja, ein neues Format. Ich nenne es Rate My Bike. Im Grunde genommen ist es relativ einfach. Rate My Bike bezieht sich auf Fahrräder von Freunden und Bekannten, dessen Fahrräder ich in den nächsten Folgen und in diesem Format für euch vorstellen werde. Der Besitzer wird dazu interviewt. Er erzählt ein bisschen was über die Teile an seinem Fahrrad, was er verbaut hat und warum er sie verbaut hat und was ihm an seinem Bike persönlich am meisten und am besten natürlich gefällt. Und in dem Format habt ihr nochmal die Möglichkeit mitzuraten. Schreibt es in die Kommentare einfach mit runter unter dem Video. Ist es ein cooles Bike oder ist es ein nicht so cooles Bike? Findet ihr die Teile cool, die verbaut sind, oder findet ihr die Teile nicht so cool, die verbaut sind? Da könnt ihr völlig frei in den Kommentaren ein bisschen mitschreiben, was an den Kisten cool ist und was an den Kisten nicht so cool ist. Genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Fahrrad an und das erste Fahrrad ist in dem Fall jetzt mal meins. Und ich stelle euch jetzt mal mein Yeti vor und ich würde sagen, film ab! Dann fangen wir doch glatt mal an mit den groben Specs von meinem Yeti SB 150 T2. T2 steht für den etwas hochwertigeren Carbonrahmen, den gibt es ja in zwei verschiedenen Kategorien. Ich fahre das Rad in der Rahmengröße L und in der Rahmengröße L hat das einen Reach von 480 mm und einen recht flachen Lenkwinkel mit 64,5 Grad. Und der Stack, der liegt bei 625 mm genau. Und für alle Technik-Geeks noch unter euch, Tretlager ist auf einer Höhe von 348 mm. Und der Sitzwinkel beträgt an der steilsten Stelle 77 Grad und macht das Radl auch berghoch sozusagen recht komfortabel damit. Ja, Federgabel Offset 44 mm. So sieht's aus bei dem Ding. Und ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die einzelnen Parts ein. Da fangen wir direkt mal bei den Griffen an. Da nutze ich die SQLab 70X. Ein saugeiler Griff, wenn ihr mal welche sucht. Wenn ihr Probleme habt mit Armpump und mit anschwielenden Händen, ja, versucht auf jeden Fall den SQLab 70X Griff mal. Also der ist genial. Für meine Hand taugt er. Ich fahre den in Größe M. Bremsentechnisch habe ich die Magura MT5 montiert und habe aber nicht den Originalgriff drauf. Ich habe die Griffe umgebaut. Ich habe da die Zweifingergriffe und bin damit super zufrieden. Der Lenker ist ein Rental Fettbar und zwar ist das der Carbon, der Light. Ich fahre den als 35er von der Klemmung und habe ihn runtergecuttet auf 760 mm mit einem Rise von 30 und nutze da ebenso auch von Rental den Apex Vorbau. Das ist auch ein recht kurzer mit 35 mm. Beim Steuersatz kommt ein Cane Creek AIR zum Einsatz. Auch hier, ich habe meinen Vorbau ein bisschen tiefer angesetzt, finde ich besser, weil man mehr Druck auf dem Vorderrad geben kann. Falls ihr Probleme habt mit Druck auf dem Vorderrad und ihr habt immer so ein bisschen Kontrollverlust, probiert das doch einfach mal aus, setzt ein paar Spacer von unten weg, nehmt die nach oben und ja, setzt den Vorbau da einfach mal ein bisschen tiefer. Wirkt wirklich Wunder, genial. Und auch immer wieder schick das Yeti-Logo auf dem Steuerrohr. Bei der Gabel ist es eine Kashima Coated Factory 36 Float X2 Gabel. Man muss sich ein bisschen mit befassen, aber im Großen und Ganzen ist das ein verdammt cooles System. Bremsentechnisch, ja, Bremssattel klassisch der Magura MT5, da habe ich nichts verändert. Bis auf die Bremsbeläge, da habe ich immer Trickstuff drin. Die Kenner unter euch haben es auch schon bemerkt, das ist keine Original-Storm-Scheibe von Magura. Nee, da habe ich eine Shimano Icetech-Scheibe draufgeschmissen in 203 mm. Ist ein bisschen dünner als die Storm von Magura und ja, die Magura-Fahrer unter euch, die kennen das Problem. Die Scheibe, die schleift ja ziemlich, ziemlich gerne und ja, habe mit der etwas dünneren Shimano das Problem sehr, sehr gut in den Griff gekriegt und die Bremspower ist auch sehr, sehr gut und da möchte ich sogar sagen, noch um einiges besser. Auch erwähnenswert sind die Laufräder. Da habe ich mir die Custom anfertigen lassen bei dem Bike-Lädle. Ziemlich cooler Laden, kann man individuell alles zusammenstellen. Ich habe mich dafür die Noah Hubs vorne und hinten entschieden und seht hier genauso auch in der gleichen Farbe wie die Hubs sind die Speichennippel in einem sehr, sehr coolen Gold gehalten.
Die Laufräder sind Spank Uzis und mega robust. Weil wir eh schon jetzt hier beim Ventil sind, ich fahre nicht tubeless, ich fahre ganz normale Freeride-Schläuche und habe bis dato super wenig Fun gehabt damit. Wenn wir schon bei Reifen sind, aktuell ja, habe ich jetzt den Schwalbe Magic Mary vorne drauf und hinten habe ich den Schwalbe Hans Dampflaufen, aber die ändere ich dann zum Frühjahr und zum Mitte der Saison meistens wieder ab, da kommen dann wieder Kenders drauf. Als Spritzschutz habe ich mich entschieden für den Marshguard im Design von der 50-to-1 Crew. Sieht ziemlich fett aus, ich bin Fan. Da der Rahmen ja vom Werk aus blank daherkommt, ohne Yeti-Logo auf der Seite, habe ich mich entschieden, mir das Yeti-Logo mal anfertigen zu lassen und habe den links und rechts drauf gepicht. So hat das Ganze noch ein bisschen was fürs Auge. Ein gutes Werkzeug sollte man immer mal mit dabei haben. Ich habe hier von Lessine ein kleines Werkzeug-Toolkit, einen Strap für den Rahmen am Fahrrad. Da habe ich einen Ersatzschlauch mit dabei, einen Satz Parktool, Reifenheber, zwei Gaskartuschen und die Gaspumpe für die schnelle Reparatur, wenn man sich mal einen Platten fährt. Ja, und beim Dämpfer ist es der Fox Float X2, auch im klassischen Kashima-Code. Dämpferanlenkung. Ziemlich individuell und ziemlich geil gemacht bei Yeti. Ist auf jeden Fall ein totaler Hingucker, das Radl. Jetzt wird das mal richtig interessant, Leute. Ihr denkt jetzt, das ist ein Dämpfer. Die meisten denken es zumindest. Aber das ist kein zweiter Dämpfer. Das ist das Herzstück von dem Yeti. Und zwar nennt sich das das Switch Infinity System. Ist ein ausgefallenes System am Hinterbau und wurde in der Kooperation mit Fox zusammen entwickelt für eine Linearführung der Kette. Das heißt, ja, wir gleichen euch das jetzt. Diese beschichteten Rohre, die verschieben sich eben beim Hauptdrehpunkt des Hinterbaus. Und es ist dann abhängig vom Federweg, wie er gerade eintaucht. Sozusagen wird sich dann dadurch die Raderhebung, also so kann sich die Raderhebungskurve ein bisschen präziser auf den Einsatzbereich einstellen und arbeitet sozusagen dann in den verschiedenen Höhenlagen mit und da strafft sich die Kette oder entspannt sich dann die Kette. Im Federwegsbereich verschiebt sich dann der Hauptdrehpunkt eben nach oben und sorgt durch einen höheren Kettenzug dann für mehr Antriebsneutralität. Und taucht man dann tiefer in den Federweg ein, wird der Drehpunkt für uns zugunsten der Performance bei größeren Schlägen dann nach unten verschoben und man hat da auch ein bisschen das Gefühl, dass dann das Rad mehr im Federweg steht und mehr Reserven auch hat. Und vor allem berghoch lässt sich das mit dem Switch Infinity System ziemlich geil drehen. Wenn ich da jetzt irgendwas falsch dazu gesagt habe, könnt ihr mich gerne auch da nochmal in den Kommentaren berichtigen. Dann geht's weiter bei der Kurbel, da habe ich eine Carbon SRAM verbaut und da auf dieser Kurbel sitzen die coolen, von mir mittlerweile echt geliebten MacPad Enduro Pedale mit den 200er Magneten und ich fahre die auch mit der stärkeren Platte im Schuh. Sehr geiles System mit dem Magnet, habe ich auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch mal bei mir auf dem Kanal mal anschauen, gibt's ein Unboxing und ein Testvideo zu den Pedalen. Bei der Dropper-Sattelstütze ist es auch eine Fox-Transfer in 150 mm und mein Hintern fühlt sich auf einen SQ Lab 611 in 13 cm super wohl. Gehen wir direkt mal rüber zum Antrieb. Beim Antrieb habe ich mich für den klassischen SRAM GX Antrieb entschieden. Da läuft mittlerweile eine goldene KMC Kette drauf, die wurde mal erneuert. Und unten am Schaltwerk befindet sich auch nichts sonderlich überteures, sage ich jetzt mal. Da vertraue ich der einfachen GX-Gruppe, die funktioniert nach wie vor verdammt gut. Und ja, kann man wirklich auch an diesem Fahrrad getrost verbauen und es funktioniert genialst. Vorne hier das Orangene, das ist noch vielleicht recht interessant, die es noch nicht kennen. Das ist eine Kettenführung und ein Ketten-Bashguard von Mozart. Ist ein tschechischer Hersteller, macht aber verdammt gute Qualität, müsst ihr euch mal angucken. Und auch hier wieder von Noah Hubs die goldene Narbe, gefertigt, custom, like, im Bike-Lädle. Und das war sie auch schon, die erste Folge im neuen Format zu Rate My Bike. Ihr dürft jetzt fleißig mal mitkommentieren. Findet ihr das Rad in Ordnung? Findet ihr das cool, das Yeti SB 150? Schreibt es in die Kommentare. Welche Teile findet ihr verdammt cool? Welche Teile findet ihr nicht so cool? Was kann man verbessern an dem Fahrrad?
Das wäre mal interessant zu hören von euch. Wie denkt ihr darüber? Und sollte euch dieses Video jetzt gefallen haben, dann abonniert den Kanal. Ich würde mich super drüber freuen. Und ich wünsche euch in dem Sinn noch ein wunderschönes restliches Wochenende. Macht's hübsch, ich bin raus. Habt eine gute Zeit. Bye bye. Der Frühling kommt bestimmt. I'm gonna go get some more.